Heute Abend gehen Traudl und ich ins Theater. Wir sehen uns das Stück eines langen Tages Reise in die Nacht des amerikanischen Autors Eugene O'Neill an. Traudl freut sich schon seit Tagen. Meine Erwartungen sind eher gedämpft. Traudl schätzt die robusten Familienstücke amerikanischer Dramatiker, also etwa von Tennessee Williams, Edward Albee und anderen, erst seit wenigen Jahren, während ich mich schon in meiner Jugend an ihnen satt gesehen habe. Das Stück von O'Neill habe ich als Student, als ich Mitte 20 war, schon einmal angeschaut. Es geht, vereinfacht gesprochen, in diesen Texten eigentlich immer um dasselbe. Ein Vater, ein Ehemann oder ein Sohn kommt durch zu viel Alkohol, zu viele Frauen oder zu viel beruflichen Misserfolg vom rechten Weg ab und stürzt mitsamt der Familie ins Unglück. Dann bekommt die Frau 2 oder 3 Kinder. Diese Vorgänge verstehen die Männer eindeutig nicht mehr. Denn jetzt sitzen sie zu 4 oder 5 an einem Tisch und essen zusammen mit mehreren Leuten Abendbrot. Den Mann nennen die Kinder bald ihren Vater, was die Männer befremdet. Jetzt gehen die Männer dazu über, ihre Frau zu beschuldigen und ihre Kinder zu verängstigen. Der Held des Theaterstücks redet und dringt immer mehr und versteht immer weniger von seiner Familie. Ich schaue und höre ihm zu und erinnere mich genau an die Augenblicke, als mir eines Tages aufging, wie glücklich meine Eltern vor ihrer Heirat waren. Ich war 13 Jahre alt und betrachtete zusammen mit meiner Mutter ältere Familienfotos. Vor ihrer Hochzeit waren die Eltern 2 lachende junge Leute, die in Bierzelten und Gartenlokalen saßen und sich zukunftsfroh anschauten. Sie folgten wie fast alle der Überschätzung ihrer Kräfte und heirateten und zeugten uns. Auf den späteren Fotos hatten meine Eltern beklommene und überforderte Gesichter. Plötzlich alte Familienbilder betrachtend ging mir auf, dass meine Eltern ihren Versuch, das Glück, die Genügsamkeit zu zweit mit der neuen Unfreiheit der Ehe irgendwie zu vereinbaren. In diesen Augenblicken berührt ausgerechnet dieses abgestandene und jetzt doch hervorragende Theaterstück nicht nur das Leben meiner Eltern, sondern auch mein eigenes. Momentweise bin ich überzeugt, dass Traudl nicht nur ein Kind will, sondern mindestens 2, wahrscheinlich 3. Ich bin froh, dass ich in einem dunklen Raum sitze und gerade nicht sprechen muss. Offenkundig hat Traudl das öde Leben als Leiterin einer Sparkassenfiliale satt und sucht ein neues Glücksgebiet. Sie braucht, um das Leben zurückzugewinnen, ein paar deutliche Geschmacksverstärker. Ich sehe es, sie braucht Kinder.